So, wir machen weiter mit Jung Teil 2. Diesmal geht es um Mastbullen, genau. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Beim letzten Mal war es ja relativ alles theoretisch, was wir da gemacht haben mit Berechnen und so weiter, was man wofür braucht, für welches Feld und was gut ist für welches, welche Frucht etc. Das war ja ziemlich unübersichtlich, fand ich. Aber wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Beginnen wir mal. So, wir hängen das Gülle fast an. Einmal aus. Name ist SDRG, da war das irgendwie ankoppelt bekommen, genau. Dann wieder auf der Seite an. Also sollen wir hinten noch was anhängen oder was? Das Schlauchsystem an, achso. Mal hier noch dran machen, okay. Kein Problem, kriegen wir hin. Eventuell. Irgendwie mehr Platz da hinten, sonst bist du gleich platt. Ja, müssen wir da nicht rein? Okay, wir müssen da nicht reinfahren, müssen das nur dann drüber machen, okay. Interessant. Die von deinem Rinder produzierte Mastbohlengülle landet in einem Güllespeicher des Stalls. Diese kannst du über die Pumpe an der Ostseite des Stalls dein Fass pumpen. Okay. Aber Phoebe, pass auf, sonst reicht schon da. Ui, wir haben ganz schön viele. Ich erinnere mich an Teil 1 der Reihe des Tutorials, wo wir den Bullen erstmal anlocken sollten. Eieiei. So, wir wollen. Genau, Mastbullen. Wenn der ganze beladen, dann mal los. So, jetzt geht nämlich wieder hier an die Theorie. Die Mastbullengülle besteht so hauptsächlich aus Wasser, 90%, hat im Gegensatz zu Klärschlamm aber deutlich höhere Nährstoffwerte. Besonders beim Stickstoff 0,48% und Kalium 0,54%. Dazu wird sie organisch erzeugt. Das bedeutet auch, dass die Kosten der Ausbringung geringer sind als bei anderen Kunstdüngern. Aufgrund des hohen Wassergehalts bringt man im Verhältnis zu synthetischen Düngern sehr viel höhere Mengen aus. Die Schläuche werden beim Beladevorgang automatisch verbunden und am Ende wieder getrennt. Okay. Das müssen wir erstmal ja antun. Da möchte ich dann ungern dran fassen.
Da müssen wir die Ausbringmenge wieder anpassen. Aber vielleicht nochmal irgendwie aufschreiben, wie man das berechnet. Noch haben wir ja die Hilfe. Wie habe ich die nochmal aufgenommen? Linksklick. Machen und dann los. Auch nicht. Hä? Er will nicht. Ich drücke B. Er will nicht. Kannst du hoch machen? Auch nicht, muss hier runter. Aber so geht's auch nicht. Kann ich das hier noch einstellen? Einklappen? Jetzt? Hat er mal ein bisschen gemacht, wie ihr seht, aber sonst? Macht das nicht. Sehen wir denn hinten irgendwas? Ist da irgendwas passiert? Aus. Jetzt müssen wir aber offen sein. Egal, wir fahren aber. Kommt aber auch nichts raus. Ich glaube, wir haben einen Fehler gefunden für diese Folge. Ich glaube, obwohl doch ist, oder? Man sieht ja, es wird nur zu spät synchronisiert, würde ich sagen. Einen besseren Überblick über deine gedruckte Fläche haben möchtest, kannst du im Feldmenü das Visualisieren anklicken. Also wir gehen hier oben wieder drauf. Ne, da. Ne, war das da? Im Besitz. Der 13. Visualisieren. Was ist das? Nehmen wir das gleich nur an. Okay. Machen noch die zweite Spur. Dann gucken wir weiter. Wieder V und B drücken. Doch, es wird ein bisschen.
Es geht. Gut, haben wir das geschafft? Dann bis zur nächsten Folge. Wie ihr seht, Granulatung ist dann das nächste, was wir tun. Bis dahin, tschö und danke für Abos und Feedback etc.